Mu und willkommen zurück zu Ulvur, dem Q-Let's Play. Ja. So, ich habe ja wieder ein bisschen gegrindet und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ihr werdet es wahrscheinlich erfahren, was ich gefunden habe. Ich war nämlich noch kurz ein bisschen erkunden hier unten. Bin ja immer noch auf der Suche nach einem Sumpf, um für die Schleime, ja, Schleimbälle zu holen. Und es ist wunderschön in diesem Tal hier. Es ist überall Gebirge. Und der Sumpf ist hier. Okay. Das ist ja mal gut. Ich habe einen Sumpf gefunden. Aber da müssen wir Richtung Süden gehen. Das werden wir ja heute nicht machen, weil wir gehen ins Nether. Aber dann werde ich bis zum nächsten Part mal einfach Schleime farmen. Ihr wisst ja, wie das geht wahrscheinlich. Außer ihr kennt Minecraft nicht. So, 21 Leder, sehr gut. Also, hier auch wieder rein. Hier seht ihr Loren. Ich habe 5 Loren scheinbar geplündert. 6, 7, 8. 8 Loren habe ich geplündert. Also, der Stollen, der war gut. Und, ja, man sieht es hier. Goldener Apfel und so. Ist von einem Spinnenspawner. Den habe ich ja hier unten markiert. Ja, Spawner Spinnen. 200 Meter weiter weg. Ah, man sieht den Punkt. Ah, okay. Erst hier genau. Hier ist irgendwo das Loch, wo ich reingegangen bin. Ist einfach so ein Loch. Sieht man jetzt auf der Karte nicht direkt. Könnte dieses Loch hier sein. Oder hier irgendwo. Auf jeden Fall einfach runter und dann warte schon der Stollen dort. Das war so nach einem Lavafall, den sieht man nicht. Lava, was runter geht, sieht man hier nicht. Okay. Egal. Und ich war noch meinen, das sieht man ja eigentlich an den Erzen und so. An den Steinblöcken. Das war ganz am Anfang. So, wir haben hier Huckleberries. Die sind, glaube ich, orange. Kann das sein? Ah, violett. Ja. Eher pink. Okay. So, Huckleberry. Ich weiß nicht, wie man die auf Deutsch sagt. Enkel. Nö. Gut, dann Aquabeere. Wo gehören die hin? Machen wir die hier oben ran. So, die Schienen auch. Das Brot und so, das kann man leider nicht hier oben reintun. Das ist noch Choco Craft. Das gehört nicht hier rein. So, da haben wir schon den zweiten Pilz. Okay. Und der Limestone, der gehört hier unten. So. Ja, die Blackberries gehören. Hier, yeah. Okay, geht. So, dann haben wir schon wieder ein bisschen aufgeräumt. Der Baum ist groß geworden. Ich habe hier schon vor dem letzten Part mal abgetragen, flach gemacht. Dann können wir hoffentlich im nächsten Part dann endlich beginnen. Und hier ist ein Hirsch. Der kommt aus dem Twilight Forest. Können wie die Monster aus dem Nether auch durch das Portal in unsere Welt gelangen. Ich hoffe nicht irgendwas Böses. Ja, es sind sehr viele Skelette gewesen im Twilight Forest. Ja. Also, als nächstes brauchen wir Obsidian. Ein Eisen, das mache ich gleich mal hier raus. Und noch Feuersteine. Das ist einfach ein Feuerstein. So. Und vielleicht nochmal ein bisschen Erde oder so. Ja. Das Fleisch kann wir braten. Ich denke, ein schöner Platz wäre einfach hier. So,
Im Gravel drin. Okay, nochmal ist ein Feuerstein. Okay. Das Portal steht und es ist auch gelb. Muss das Texture-Pack sein, das ist recht verbuggt, beziehungsweise tauscht einfach Texturen aus, die nicht unbedingt ausgetauscht werden müssen. Zum Beispiel die fehlerhaften Forestry Zäune. So, und jetzt könnten wir noch kurz etwas verzaubern am besten, weil wir könnten einen besseren Bogen vertragen. Es geht schnell. Und dann können wir ins Nether. Gegen die Ghasts. Ich werde zwar das Mob Griefing wieder ausstellen, damit wir nicht unbedingt Blöcke überall zerstört bekommen. Das kann nämlich immer wieder passieren. Okay, ich merke gerade. Ich muss zuerst einen Bogen craften. Hoppla. Übers Bett gehüpft. So. Was sind schon wieder die Dinger? Die habe ich jetzt gerade nicht, die Schnüre. Da, Faden. Drei bitte. Mach gleich nochmal vier. Also vier. Nochmals drei, meine ich. So. Heute hab's mit dem Falschreden ein bisschen. Ist auch schwer, das Spiel konzentriert. Schon echt. Stark. So, dann noch die Pfeile vergessen, aber gut. Flamme. Haltbarkeit 3 und Flamme. Stärke 4 und Haltbarkeit. Wo ist denn Unendlichkeit, wenn man es mal braucht? So, was nehmen wir? Natürlich, ja, Flamme bringt gar nichts. Immerhin, wir haben ja auch genügend Pfeile, denke ich mal. Auch ungefähr zwei, sogar einen nur. Für einen Gast. Ja, sechs Pfeile, das bringt uns natürlich nicht so gut weiter. Naja, egal. So. Für die ersten Gasts reicht's. Wir können auch immer wieder rausgehen. Und so viel erkunden müssen wir nicht. Ein bisschen Quarz holen, ein bisschen, ja, vielleicht eine nette Festung finden. Vielleicht finden wir auch ein Dorf. Eines der Betternefer-Dörfer. Die sehen wunderschön aus und passen extrem gut mit dem Blau und Türkis und so. So, ladet ein bisschen länger. Wir müssen noch tiefer. Okay. Achievement. Okay, sofort auf nette Warzenblöcken. Sofort hier auch ein Portal. Dann gehen wir am besten hier drauf. Ja, das ist nicht so gut. Gib mir mal ein bisschen Platz. Dann bauen wir einfach die ab. Na, haben wir schon mal. So. Sieht sehr interesting aus. Was ist denn das? Das ist Ding. Okay, Glowstone. So, damit man auch weiß, das Spawn am Haus. Gibt andere Blöcke hier. Komisches Biom. Das sieht ja mal sehr interessant aus, so hell. Was ist denn mit dem Netherrack passiert? Also schauen wir mal hier unten. Oh, das geht aber lange. Interesting. Die Chunks werden noch geladen. Es baut sich noch alles auf. Wird sofort sich legen, denke ich. Okay. Aha. Die reingelegt.
Glocke einfach reingelegt. Reeds. Interesting. Alles neu für mich. So, das erste. Quarz. Sehr hell durch dieses Ressource Pack. Schwarze Büsche. Herzchen. Ah, okay. Die ersten nette Warzen. Das sind einfach Herzchen. Okay, eines haben wir schon, was wir eigentlich ja gut gebrauchen können. Was ist denn das? Für ein Erz. Cincinnatite. Das muss irgendwas Fantasy sein. Okay. Ja, und wo gehen wir jetzt hin am besten? Die sind auch noch komisch. Da lag Nate. Okay. Ah, der erste Gast ist auch schon hier. Also haben wir noch Seensand. Das reicht. Gehen wir direkt zum Gast. Also. Damit der Gast gar nichts zerstören kann. Okay, das ist eine Vergiftungspflanze, ein Pilz. Sonst irgendwas. Eine Eggpflanze, also eine Eierpflanze. Okay. Er ist der Schweinezombie. Ja, ich würde gerne eigentlich zu den Pilzen gehen vielleicht. Gehen wir am besten hier durch. Haben wir noch genügend, also haben wir schon genügend eingesammelt, Netherrack. Ja, wird knapp. Müssen uns ein bisschen hier durchgraben, aber aufpassen auf Lava. Jetzt sollten wir eigentlich gleich rauskommen. Okay. Noch nicht ganz. Jetzt. Okay. Direkt ein Kaktus, nette Kaktus. Okay. Das sind ganz viele Blöcke zerstört. Alles. Kies. Okay. Okay, da haben wir unser erstes Glowstone direkt erreichbar. Okay, der Kaktus, der macht ein bisschen weiter weg Schaden, als angezeigt wird. Bisschen schwer erreichbar. Okay, das ist aber nicht schlimm. Ich war jetzt ein bisschen. Prima, wunderbar. Reicht gleich ein Haus damit zu bauen. Nein, Scherz. Ja, es braucht wahrscheinlich Redstone-Lampen. Das braucht schon viel.
Sehr gut. Dann haben wir hier auch noch neue Barrel-Kaktusse. Ah ja, ich habe ja noch ein Backpack gefunden. Und noch ein zweiter, ein Mining-Backpack. Aber von Adventurous Backpack. Und deshalb können wir da auch mal ein paar Sachen noch reinlegen. Ja. So. Ist in der Truhe vom Spawner gewesen. Spinnenspawner. Da haben wir einen ganzen Garten mit giftigen Pflanzen. Ich weiß nicht, ob die roten auch giftig sind. Die haben wir jetzt noch nicht berührt. da haben wir nichts. Schon extrem anders. Also, bin es gar nicht gewöhnt, hier durchzulaufen. Ist völlig neu für mich. Ja, wahrscheinlich auch für euch so. Okay, die machen auch Schaden. Agave. Das tönt irgendwie wie eine weltliche Pflanze, nicht vom Neffe. Was ist eine Insel? Was ist Agave? Ich kenn's irgendwie. Keine Ahnung. Diamant. Ja, Dimensionless Ores. Praktisch. So. Dann hätten wir hier noch ein bisschen Quarz. Haben wir schon wieder 29 Level. Bald 30. Ja, die gibt's zahlreich. Also die müssen wir eigentlich gar nicht mehr einsammeln jetzt. Wahrscheinlich nur zum Blöcke herstellen, die goldenen. Keine Ahnung gerade so. Direkt. Was es sonst noch sein könnte. So, hier oben ist das Glowstone. Geht gar nicht schnell als mit der Hand. Kann ich die genauso schnell abbauen. Gold. Da oben ist noch Quarz. Komm runter. Sehr gut. So, was haben wir denn hier? Okay. Ein schwarzer Apfel. Aber nirgendwo Rohstoffe. Ah, Black Apple Seed. Wunderbar. Diese schwarzen Blumen haben wir auch noch nicht mitgenommen. Inkbush Seed. Okay, zum schwarze Farbe herstellen. Eventuell. Netter Gras. Gibt nichts. Wenn wir das mit der Schere machen. Hey. Schon wieder diese. Ah, da ist eine Schere. Sieht man kaum. Okay, die lassen sich aber auch mit der Hand abbauen, oder? Ja. Also, merken. Die weißen Pilze sind giftig. Und die, ja, sind einfach rot. Da alles zu merken, wie sie abbaubar sind. Geh mal bitte weg, du bist hier in der Pflanze drin, die ich abbauen möchte. Ja, da haben wir jetzt genügend davon. Auch
das. So. Smoke. Er braucht lange, aber es droppt. Extrem viele. Oh, leck. So. Nichts generieren, alles auf einmal. Weil wir hier runtergehen. Also man nehmen wir Stalagnate auch noch mit. Ja, droppt einzeln. Mist. Das dauert. So. Okay. Und du ist nicht eingesammelt. Ja, ist ein holpriger Weg, ist sehr viel drin. Was? Ich bin ja nicht angekommen. Töte mich nicht. Huiuiui. Also da darf man nicht mal einen Meter die Nähe kommen. Ja, du wirst nie angesammelt. Komisch. Ja, soll ich jetzt hier runterkommen? Ich will nur kurz schauen, was da hinten ist, aber so viele Pflanzen, die giftig sind im Weg. Extrem. Da muss doch irgendwas sein. Nö, scheinbar nicht. Okay, gut. Dann, ja, beende ich mal den Part. Nehmen wir noch den Pilz mit hier. Der droppt irgendwie. Glowstone. Ja, okay. Nehmen wir doch auch mit. Ist sehr nützlich. Prima, also dann gehe ich wieder zurück. Und, ja, im nächsten Part werden wir dann das Haus machen. Peng! Direkt das Achievement. Das ist eines der nervigsten Achievements. Einfach direkt bekommen. Okay, aber nichts gedroppt. Schwarzpulver gedroppt. Okay. So. Wieso ist das in einer anderen Farbe hier? Ist auch nur Glowstone? Je nach Schatten. Aber am Glowstone ist ja kein Schatten. Das leuchtet. So viel zu entdecken. Aber genial. Wirklich schön. Aber eine nette Festung ist leider nicht in der Nähe. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Drago. Tschüss.